Ja, Hallöchen, liebe Leute, da sind wir mal wieder. Ja, Halloween ist zwar jetzt frisch vorbei und wir haben uns ganz schön verausgabt als EMM, aber naja. Gucken wir noch mal. Did you need something else? The reports from Richard and Leisha are truly frightening. I never thought I'd see a day like this. Predators never see themselves as prey. We're going to have to be extremely cautious if we want to survive. Do you have any plans? No. I'm waiting for Hazel's orders. We're dependent on her now more than ever. Ja, natürlich können wir dann nichts mehr machen, oder? Nee. Bin zu ausgelaugt. I've gotta go. See you. Ach, Hilda. Sie hat alles Mögliche getan, um MM zu retten und... Naja. Wird schon irgendwie werden. Er ist müde, okay. Okay. Und nicht alles. Domäne Boston. Und ja, ich schnüffel jetzt einfach so mal in den Akten hier rum. Club-Visitenkarte, was macht die? Oh Gott, haben wir noch viel Zeug hier. Entfernt 4 Hunger. Na, das können wir immer gebrauchen. Oh. Nur her damit. Everything's gotta go. Sure, kann ich vielleicht irgendwie helfen? That's good. That too. And that. Okay, das soll wohl dein heißen. What's that? ID card? 1963? Obsolete. Hey, ma'am. Sorry, we're a little busy here. I hope there won't be another attack. Oh Mann. Na gut, dann werde ich mal nicht stören hier. Wo muss ich überhaupt hin? Ah, verlass den Hof und triff dich mit den Anarchen von Boston. Erkunde den Ort weiter, bevor du gehst. Okay. Dann erkunden wir den Weg halt noch weiter. I'd better hurry. If Zeus had chosen flower to reign over all others, the rose would be queen. Okay, was sag ich jetzt schon wieder? Ach, wieder eine Club-Visitenkarte, nett. Hallo. MM, there you are. I've been looking for you for hours. Where have you been? Hey, Jay. Sorry. Hazel's kept me on a short leash since I got back. I was so worried. I thought something had happened to you. I heard you really did an outstanding job with Hartford. Well done, Mem. Thanks. Since when do you work for the court? Since Hazel asked me to. You sound thrilled. Honestly, I'm lost. I like having responsibilities. But I get the impression Hazel's not telling me everything. I'm afraid she's trying to pull one over on me. You know how it is. There's a dagger hiding behind every smile. You're right to be suspicious. Do you know something I don't? It's a little hazy, but
The Prince and April sure know how to keep their subjects in line. They've got dirt on everyone. Like what? I've said too much already. Bosley's watching me like a hawk. I've got to stay in line. I've got to go, Mem. April's working us to the bone tonight. Catch you later. See you, Jay. Mhm. Auch interessant. Zikala saw. Jay always got along well with her side. Auf Wesen geht's hier gut. Okay, hier ist schon mal nichts mehr. Ah, hier sind noch ein paar Sachen. Gelegenheit von Hof weggerufen. Ich weiß, dass wir unter strengster Bewachung stehen. Aber wenn ich durch diese Krise ruiniert werde, wird die gesamte Kamarilla von Boston Schaden nehmen. Außerdem sollte ein Mitglied der Erstgeborenen kommen und gehen können, wie es ihm beliebt. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Okay. Aha. Was haben wir da? Die Tür, die der verzierte Schlüssel öffnet. Aha. Alles klar. Jason Moore an mich. Sehr geehrte Miss Nurmi. Ihr Bote geht gerade. Ich kann mich jetzt an die Arbeit machen. Vielen Dank. Danke, Diener in Ewigkeit, Jason Moore. 1 Uhr bei Ihnen vorbeikehren. Er wird Ihnen die Liste aushändigen. Eine Liste der Projekte unter ihrer gemeinsamen. Aha. Ich möchte, dass du die Akte über die Sonnenwendfeier 1998 aufspürst. Seite 3 sollte von Interesse für dich sein. Aha. Falls sie einen Diener vermissen, einen großen asiatisch aussehenden Mann in einem blauen Anzug, brauchen sie nicht länger nach ihm zu suchen. Ich befürchte, ihm ist etwas Schlimmes zugestoßen. 40 bemerkte ich einen Diener, der mir folgt. Ich glaube, er gehört zu ihnen. Ich würde es begrüßen, wenn sie ihn bitten, damit aufzuhören. Okay. Auch nicht schlecht. These books are gorgeous. Lazarus must have paid a fortune for them. Na gut, dann gucken wir uns mal oben an. Hinauf in die Wohnung des Prinzen, okay. Können wir gerne mal probieren. Ja, zum Glück war der Wachhund gerade nicht da. The Swan's Nest. I hope it's worth it. Mhm. Na, passt ja, dass hier ein Song vom Schwansee kommt. Ah, Vorsicht. Ja. Mein lieber Dajon, Sie wissen, wie sehr ich Ihren Rat, unsere besondere Vereinbarung, schätze. Deshalb bitte ich Sie, die gestern besprochene Aufgabe zu übernehmen, eine Aufgabe, die Sie nur sehr ungern übernehmen wollten. Ich verstehe Ihre Einwände, aber das Hardwort-Gilnaus ist im Moment unsere beste Option. Wenn ich sage im Moment, dann deshalb. Weil ich damit rechne, dass sich die Situation ändern wird. Eine Veränderung, an der Sie selbst teilhaben würden. Im Interesse meiner Projekte kann ich keine Einzelheiten preisgeben.
Vor allem nicht in schriftlicher Form, aber denken Sie daran, dass ich weiß, woher Sie kommen, was Ihre Vorfahren durchgemacht haben. Hardwood ist nichts weiter als ein Mittel zum Zweck, ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das ersetzt werden kann. Helfen Sie mir und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich Ihnen helfen. Dashan. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. War das vielleicht der Gefangene, den wir auf der Spitze des Turmes zurückgelassen haben? Mann, ich hoffe nicht, ansonsten fühle ich mich doch ein kleines bisschen schlecht. Mein Prinz, ich habe Ihre Bitte um weitere Informationen über Mr. Underwood an Jason Moore weitergeleitet. Ich kann Ihnen nur gratulieren, dass Sie eine solche Initiative ergriffen haben. Ich habe eine stetige Zunahme der Kontakte von Mr. Underwood mit Sterblichen rund um den Globus beobachtet, insbesondere in Südamerika und Indien. Er ist sehr verschwiegen, aber verbirgt seine finanziellen Transaktionen besser als seine Kontakte. Er hat das Bedürfnis, stets alles zu kontrollieren und nutzt alle ihm zur Verfügung stehenden Kanäle, um Sie über die neuesten Nachrichten zu informieren. Wie die meisten Blaublütigen ist er ein Workaholic, der niemanden außer sich selbst traut. Seit er Gale Basois Kind wurde, hat sich das Familienunternehmen, das er geerbt hat, um ein riesigen, weit verzweigtes Netzwerk entwickelt, das die Zuckerindustrie von der Produktion bis zum Verkauf kontrolliert. Er hat sich oft über die Regeln der Maskerade hinweggesetzt. Ich vermute sogar, dass er bei mehreren Gelegenheiten gegen viele unserer Grundsätze verstoßen hat. In jedem Fall wäre ich nicht überrascht, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Bei Hof ist Mr. Underwood überaus listig. Er weiß, wie er seinen Einfluss vergrößern kann, besonders seit sich Mr. Basori mehr zurückhält. Tatsächlich ist er nach ihnen das prominenteste Mitglied ihres Clans. Er ist allerdings auch eng mit ihren anderen Erstgeborenen verbunden, insbesondere Hilda McAndrews, aber auch in geringerem Maße Richard Dunham. Die gegenseitige Abhängigkeit, die er aufgebaut hat, macht ihn zu einer Bedrohung für ihre Interessen. Es wäre für ihn ein leichtes, ihre Autorität zu umgehen, wenn ihm danach wäre. Er hat viele Möglichkeiten, Druck auszuüben. Ich erwähne hier nicht die Geschäfte der anderen Mitglieder, die von seinem Wohlwollen abhängig sind, aber ich füge mehrere Dokumente bei, die diese Verbindung belegen. Na, das nenne ich doch mal hochinteressant. Ich wusste doch, dass er ein elender Speichellecker ist, aber wow. There are faint marks on the wall. I've always found swans very moving. They're beautiful, but full of melancholy. Ja, und sie können gefährlich werden. I get the feeling something's missing. Das heißt, irgendwas fehlt hier noch. Okay. Ich frag mal besser nicht, wer das ist. Hoffe ich mal. Hazel had another child before Miley? Shit. I had no idea. Seeing as how it ended, I'm not really surprised. Eine Wand geschleudert, hat er wirklich verstanden, dass nur einer von uns den Hangar verlassen würde. Sein Kopf schlug mehrmals gegen ein Metallgeländer. Anschließend hörte er auf, sich zu rühren. Ich ging die Benzinkanister runter, die ich mitgebracht hatte. Nachdem ich das gesamte Gebäude mit Benzin besprüht hatte, setzte ich es in Brand. Ich blieb, bis die Flamme erloschen war. Dein Kind ist jetzt Geschichte. Nett. Sehr nett. Oh, ich muss schon sagen, Hazel hat eine sehr nette Bude. MN? Miley. That you? Yeah. Why are you doing? Gut, wir haben die richtige gefunden. Super. Und? Take it easy. Hazel sent me to get something for her. A file. Everything is fine. All right? Hazel. Oh. Okay. I trust you. But you have to leave. She doesn't like visitors. It'll only take me a sec. Oh Mann.
Nach Wesen konnten wir Miley wirklich retten, also. Ich habe mich also doch nicht getäuscht hier. I understand better now why Dijon never mentioned his sire. Hazel's always one step ahead. Ah, kleiner Schwan. Na dann, mein lieber Schwan. Steinern Schwan hier platzieren. Na dann, Sesam, öffne dich. Aha. Ein Silberschlüssel. Nett, nett. Oh Gott. Ja, leider ist Auspex nicht gut genug. Mistkack. Na ja, das wird's wahrscheinlich nicht verraten. Sherlock Holmes hilf. Jetzt schauen wir uns mal um. Stimmt, hat's irgendwas mit der Musik hier zu tun? Aha. Na, schau mal an. BFDAC. BFDAC. Probieren wir es mal. BFDAC. Ah! Sieh einer an. Explains why Hazel's holding off on Fang's embrace. Underwood. What a creep. Mein Prinz, ich habe gehört, Sie befürchten, dass mein geschätzter Erzeuger Gelipper so dem Lockruf folgt. Der fortschreitende Vorgehen der Ältesten unter uns ist in der Tat besorgniserregend, vor allem, wenn es sich um einen so loyalen und wertvollen Untertan wie Gelipper handelt. Dennoch glaube ich, dass ich einen Weg gefunden habe, ihn noch eine Weile zu Ihrer Verfügung zu halten. Mein Erzeuger ist ziemlich vernarrt in eine vielversprechende junge Frau. Er begehrt, sie zu umarmen. Mehr als ich in je etwas anderes Begehren gesehen habe. Wieso könnte man sich fragen, warum noch einmal ein Kind erschaffen, wenn man bereits ein so erfolgreiches Kind hat? Ich würde es nicht wagen, mich selbst zu diesem Thema zu äußern. Ich schließe mich dieser Frage an. Diese Xu Feng, wie sich das Objekt seiner Begehrten nennt, sollte Ihnen also sehr bald offiziell vorgestellt werden. Sie wissen, wie sehr unser guter alter Basuri in Traditionen hängt. Selbstverständlich wird er sie nur dann umarmen, wenn sie ihm die Erlaubnis dazu gegeben haben. Deshalb schlage ich vor, dass sie irgendeine obskure Ausrede, wie zum Beispiel die Überfüllung von Boston. Missouri is a loyal dog. And Hazel's got him on a short leash. That explains why Hazel's holding off on Fang. Achso, man kann auch runter. What a creep. Boston benutzten, um Zeit zu schinden. Er wird es verstehen. Wenn es etwas gibt, was Gelb gut kann, dann ist es Prinzen zu verstehen. Selbst wenn sie Entscheidungen treffen, die seinen Interessen zuwiderlaufen. Bitten Sie ihn um mehr Zeit, schieben Sie es hinaus oder ignorieren Sie seine Bitten. Einfach und er wird umso mehr bereit sein, Ihnen seinen Wert zu beweisen. Und zu zeigen, dass er es verdient hat. Selbstverständlich erwarte ich für diesen Ratschlag keine Entschädigung in irgendeiner Form. Allein die Tatsache, dass ich meinem Prinzen und dem Hof von Boston diene, dass ich also meine Pflicht erfülle, ist für mich Lohn genug. Untertänigst Beryl Underwood, Arschloch. Missouri is a loyal dog. And Hazel's got him on a short leash. Während der Regierungszeit von Quentin King war Gelipper so stets über jeden Vorwurf erhaben und erledigte alle ihm übertragenen Aufgaben, ohne mit der Wimper zu zucken. Er ist das perfekte Werkzeug für schmutzig arbeiten, denn er ist kalt und effizient. Ich will gar nicht erst aufzählen, wie viele dünnblütige Anarchisten oder Dissidenten er konfrontiert und besiegt hat. Eine solch überwältigende Loyalität gegenüber ihrem Vorgänger würde es nahelegen, ihn ins Abseits zu stellen oder gar abzusetzen. Da
Dennoch möchte ich Sie dringend bitten, diesen Weg nicht über Stürz einzuschlagen. Im Gegenteil, es scheint mir das Klügste zu sein, Caleb Bazzori so nah wie möglich bei Ihnen zu halten. Seine Loyalität galt nämlich nicht Quentin King, sondern der Rolle des Prinzen, und das sind heute sieben, Miss Eversen. Caleb Bazzori könnte schnell zu einem Ihrer besten Trümpfe werden. Ich stehe Ihnen weiterhin zur Verfügung, um Ihnen die Berichte über seine verschiedenen Missionen zukommen zu lassen. Eine vollständige Lektüre erscheint mir jedoch unnötig. Sie ist schlicht und ergreifend zu umfangreich. Aha. So Hazel has her eye on my clubs. Ugh, politics. Always politics. What's her game? Is this how she thanks her allies? Als Prinz von Boston bin ich, wie Sie wissen, immer auf der Suche nach Möglichkeiten, meine Domäne zu erweitern. Einige meiner Berater haben mich auf eine Möglichkeit aufmerksam gemacht, wie wir das Bostoner Nachtleben noch besser in den Griff bekommen können. Ich möchte Sie bitten, den Erwerb einer Reihe von Veranstaltungsorten zu prüfen. Eine spezifische Liste ist diesem Schreiben beigefügt. Diese Veranstaltungsorte werden derzeit von Emil Lewis genutzt, die sich noch nicht wirklich kennen. Sie ist eine von uns, aber ich bitte Sie um äußerste Diskretion in dieser Angelegenheit. Aha. Was für eine miese kleine... Ah. Hazel said there was an accident, but it was actually an execution. If Alicia were to find out... Aha. Schweren Herzens bestätige ich, dass ich gestern Abend Ihren Befehl ausgeführt habe. Halsey ist nicht mehr bei uns. Nun müssen Sie sicherlich weniger Angst vor weiteren Zwischenfällen haben. Ich habe bereits Vorkehrungen im Institut für Alicia getroffen, denn ich bin mir sicher, dass sie einen Schock erleiden und gesundheitlich leiden wird. Auch wenn ich Ihre Gründe verstehe, möchte ich Sie bei allem Respekt davor warnen, dass Halseys Verschwinden nicht zwangsläufig zu einem größeren Erfolg führen wird, was das Potenzial für Alicias Visionen angeht. Ich werde Alicia sagen, dass es einen unglücklichen Unfall gegeben hat, und wenn nötig, werde ich Ihre Erinnerungen manipulieren, um das Schlimmste zu verhindern. Sie können sich auf meine Diskretion verlassen, und ich werde an dieser Angelegenheit wie ein Grab schweigen. Also gab Alicias Tochter wirklich, und... Wow. Einfach nur... Wow. Hazel, du bist ein echtes Miststück. I should go. It's gonna be a long night. Mhm. Dann weg hier. Jetzt auf einmal doch. Naja. Oh Mann, ey. Du hättest ein Geheimnis über deine Erzeugerin Hilda McAndrews herausfinden können. Naja. Ansonsten haben wir doch ganz gut hingekriegt. Du hast die geheimsten Geheimnisse des Prinzen von Boston enthüllt. Du hast erfahren, dass Belle Unwell und Xu Feng etwas im Schilde führten. Aha.